Ey, sollen wir auf Dings das Kochvideo reacten? Yes. Sollen wir reacten auf das Kochvideo? Gucken das alle zusammen. Ja. Wie hat das geschmeckt? Was? Boah, Bruder. Stark? Dieser Bassam hat schöne Sachen, ne? Maximal Fleischcousin. Während der Essen hast du dir schon Bio-Limonade oder Wasser? Bio-Limonade zum Glamkari? Nee, eigentlich. Ey, ich komm rein und dann gibt er mir erstmal diese Weste, ne? Also hier diese Schürze gibt er mir. Die Schürze, ne? Die ist aber schön von Chao. Ne? 100% Jeans, Bruder. Ja, ja, die ist schön. Warum bist du so angespannt mit der Weste? Ist die unbequem so? Nein, warum? Weiß nicht, du siehst irgendwie so. So, guck mal, du guckst gerade so, ja, nee, du willst einen weghauen. Nein, Bruder, ich bin. Guck mal. Bruder, ich bin hier aufgestanden um 5 Uhr morgens, saß noch eine Stunde hier, 6 Uhr. Bin nach Hause gefahren, 6.30 Uhr. Bist du gepennt, das 8 Uhr? Bis ich schlafen konnte, 7.30 Uhr, 8 Uhr. Und ich musste um 12 Uhr da sein. Also wenig Schlaf. Sehr wenig Schlaf. Und das war an dem Tag, an dem Dings hat Geburtstag, an dem meine Tochter Geburtstag hatte. Ja, weiß ich, Donnerstag. So, deswegen habe ich ihm gesagt, Bruder, lass das verschieben. Der sagt, Bruder, ich habe schon alles vorbereitet. Der sagt, warum? Ich sag, Bruder, meine Tochter hat Geburtstag. Sagt er, ah, scheiße. Aber ich habe alles schon vorbereitet. Und ich wollte sagen, ey, geht nicht, weißt du? Ich sag, komm. Ich hatte dir vorher gesagt, dass dann machen wir das. Dann machen wir das jetzt. Und deswegen war das auch so schnell. Wir haben, ich muss ja auf Dings Geburtstag schenken und so. Ja, ist ja normal. Und deswegen kommen wir, arbeiten das schnell ab, wir machen das schnell fertig und dann hau ich ab. Ja. Ich hier, Crank Energy zu Blancari. Ach so, okay, ich verstehe. Schmeckt gut. Ich wusste direkt, der hat Produktplacement, deswegen habe ich gelacht. Dieser Energy. Von ESN. Mann, aber wollen wir nicht erstmal die Leute begrüßen? Doch, wir grüßen erstmal die Leute. Assalamu alaikum, Cousins und Cousinen. Du übernimmst die normalerweise. Normalerweise macht er das. Ich hab dir das einfach weggenommen. Ich komm so rein, als würde das alles mir gehören. Ich so, ja, was, alles gleich, mach schon, kein Problem. Mein Name ist Gazi 40 und ich wollte bei den Cousin Charo. So, Leute. Der Charo denkt. Ich hab direkt übernommen. Ich hab direkt übernommen. Herzlich willkommen bei Deutschlands mutigste Küche, Beast Kitchen. Mein heutiger Gast, Gazi47, Rapper und Streamer. Und heute bist du mein Gast. Wir werden heute was Leckeres zubereiten. Ich freue mich. Lammkarree habe ich. Und wir werden ein bisschen heiß diskutieren. Darauf freue ich mich auch. Ja. Heiße Diskussion, ne? Heiße, nein, eigentlich nicht heiße Diskussion. Wollen wir anfangen? Ich hab Bock. Ich hab Bock, Cousin, lass machen. Wunderbar. Ich fang an mit wieder hin. Ich wollte erstmal sagen, die Schürze steht dir sehr gut. Ja, ich hab mich gesagt, nach 7 Jahren kannst du dir das nicht vorstellen, hier nochmal eine Schürze. Und dann nochmal ein bisschen mit Bauch, weißt du? Da stich mal echt nochmal heraus, Cousin. Aber Original Jeans gefällt mir. Steht dir sehr. Das erinnert mich voll an McDonalds-Zeit. Was? Die Schürze? Ich hab da mit 18 McDonalds gearbeitet. Ja. Das erinnert mich so an McDonalds, ne? Man denkt immer, diese Schürze von oben sieht gut aus, von Seite sieht die immer Müll aus. Von Seite Schürze sieht immer scheiße aus. Gerade diese McDonalds-Schürze. Zieh Schürze an, ich mach Foto von Seite. Sehr gut, Sitz passt, hat Luft. Steht dir sehr gut. So. Sehr gut, Cousin. Ich wasche mir kurz die Hände. Ja. Pass auf, ich lasse dich heute ein bisschen entspannen, Cousin. Ich gebe dir einfach mal die Chefposition. Ich hab gedacht, ich komme jetzt dahin und muss wirklich kochen. Also wirklich schneiden, vorbereiten, zubereiten. Aber der hat schon alles vorbereitet, Bruder. Ja, weißt du warum? Weil viele Gäste, die zu ihnen kommen, gar nicht kochen können. Also viele Rapper. Ja, aber er weiß doch, ich bin maximaler Sterne-Gourmet-Koch. Da werden wir noch sehen. Okay. Du sagst mir, was ich machen muss. Ja. Wie ich zubereiten habe. Okay. Wie der Vorgang. Aber ohne Scheiß, ne? Wo du das gerade sagst. Ja. Weißt du, was ein geiles Format für Charo wäre? Was? Der holt sich 3 Rapper. Ja. 3 in die Jury. Ja. Und alle kochen und wer der Beste ist. Ja, Bruder, dann fangen wir wieder an, dass Rapper nicht mehr Boxer werden wollen, sondern wir machen das so, dass Rapper jetzt Köche werden sollen. Na, das hat doch nichts damit zu tun, Bruder. Ne, ist ein geiler Content. Ich schwöre, ist ein geiler Content. Also ich guck mal, geil. Wie viele Freunde hast du, die ein Restaurant besitzen? Viele. Jetzt stell dir mal vor, das ist echt ein geiler Content. Jetzt stell dir mal vor, wir rufen unsere Kollegen an und sagen mal zu, ich bin heute Koch bei dem Restaurant. Und das Ganze wird gefilmt. Und dann kommt jemand, ohne dass die Person weiß, dass ich das gekocht habe. Verstehst du? Du kochst hin, du machst das fertig und bringst das raus. Und sag jetzt, gib von 1 bis 10, fang ab 8 an, ansonsten kriegst du eine Faust ins Gesicht. Ja, aber ich sehe auch zum Beispiel, der Charo hat auch letztes Mal ein Format gemacht mit Errate den Koch. Ja. Da waren so 3 Leute, die jeder
hat sich als Koch ausgegeben. Ja. Die haben dann anhand der Skills erkannt, ist der Koch oder nicht, wie der Zwiebeln schneidet. Ich habe das Video ja schon gesehen, ich will ja nichts wegnehmen. Aber manche schneiden besser, manche weniger. Aber das wäre zum Beispiel geil, die Besten, wo Charo ja gesehen hat, was für Skills die haben, die Besten einladen und gegeneinander antreten lassen. Wie zum Beispiel dieser Steffen Hensler, Grill den Hensler oder so. Ja. Da kommen ja auch Fußballer, Musiker. Wir machen Khairis Kitchen. Ich schau dir nur über die Schulter, stell dir ein paar Fragen. Genau. Das ist Beast Kitchen, Deutschlands mutigste Küche. Ihr seht, da kommt wirklich mit Brust heraus. Und du bist tatsächlich wieder nach ganz langer Zeit ein Künstler, der wieder hier hinkommt und Zwiebel schneidet. Guck dir mal diese Unterarme an, ihr Team. Guck dir das mal an, wenn ich gerade so gucke. Guck dir mal diesen Blick an. Dieser Blick ist so hoffnungslos. Was will der von mir? Ich bin so lost. In letzter Zeit haben sie sich alle davon gesträubt. Zwiebel zu schneiden? Ja, Mann. Was denn? Lass Zwiebel schneiden. Ja, bitte Zwiebel schneiden. Der wollte auf wie geht's dir eigentlich? Der wollte auf etwas der wollte ganz anderes hinaus. Ja, ja. Aber ich wollte dich sagen, ja, voll ich Piss und so weiter. Ich meine, kann ich doch nicht machen, Bruder. Guck mal, Charo, wie süß der ist. Guck mal, der ist eigentlich voll der Süße. Wie brauchst du? Ich weiß nicht, wir wollten. Du hast direkt angefangen. Ich wollte sagen, schneid die Zwiebel hier schon, okay. Aber das ist nicht meine Plattform, Bro. Also, ich habe gedacht, wir machen das Lammkarree. Ja. Wollen wir nicht das erstmal marinieren? Cousin, wie du Bock hast, sag mir, was ich mache. Ich würde vorschlagen, das erstmal marinieren. Ja. Ich habe da frische Kräuter in Form von Rosmarin, Thymian, Knoblauch, Chili und ein bisschen Kräuter de Provence. Dann können wir das hier schön in den Mörser reinmachen. Das ist für die Kräuterkruste, die oben drauf kommt. Da streue ich mal gleich. Oben drauf? Ja, Mann. Okay, die kommt hier rein? Ja, ja. Gut. Dann kannst du Kräuter auch nochmal nehmen. Da haben wir 7 Jahre Gastronom, hast gekocht. Ja, Cousin. Hast noch mal so ein kleines Lernfeld nebenbei hinter Gittern gemacht, ne? Das ist richtig. Erzähl mal. Lernfeld hinter Gittern habe ich nicht gemacht. Ich habe zwar für einen kurzen Augenblick, für eine kurze Zeit, habe ich im Knast in der Küche gearbeitet, ja. Aber es war jetzt keine Erweiterung für die Moves, die ich halt drauf habe. Ja, nee, du hast dich da nicht erweitert. Nein, ich habe mich da nicht erweitert, Bruder. Ich habe eine Lehre angefangen als Koch. Und ich bin so circa 1 Jahr, 8 Monate bis 2 Jahre habe ich durchgezogen. Und dann ruft mich der Chef hoch und sagt, Gas, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Ich sage, was ist los? Sagt er, ich muss dich kündigen. Ich gucke so, ich sage, warum, Alter? Was habe ich gemacht? So, ne? Sagt der Gasi, das hat gar nichts mit dir zu tun. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Wir können einfach dieses Restaurant nicht mehr tragen. Mhm. Und deshalb melden wir Insolvenz an. Das ist pleite gegangen. Ja, aber ich schreib dir eine Empfehlung. Ich sage, fick ich deine Empfehlung? Ich habe noch 1 Jahr, ja, Selamir, Alter. Was war das für eine Küche? Deutsch. Hausmannskost? Das war Hausmannskost, Deutsch. Aber so, wir sind noch ab und zu in die italienische Küche. Dankeschön dafür, Cousin. Ich küsse deine Augen, Atze. Atze, danke schön. Ab und zu in die italienische Küche, aber auch ab und zu in die griechische Küche. Weil in dem Restaurant, wo wir waren, haben wir auch Hochzeiten haben wir gemacht. Weil wir haben Veranstaltungen angenommen. Mit Saal und so. Genau, ne? Mit Saal und so. Und dann haben wir dann, je nachdem, haben wir dann für diese Küche gekocht. Also für das Dings gekocht dann, ja. Und meistens waren es entweder Griechen, Italiener oder Deutsche. 4-7. Danke, Musti, ich küsse deine Augen, mein Bruder. Aber das ist geil, ne? Wenn du so 70, 150. Dankeschön, Dabo, Habibi Ibo, ich küsse deine Augen. Hasso. Habibi Hasso. Wenn du so 80 Mal das Gleiche und 80 Mal Vorspeise, ne? Zum Beispiel, als Beispiel jetzt. So war das dann, ne? Nein, wir haben Dings gekocht. Wir haben für Buffet? Wir haben Buffet gekocht, ah, Bruder. Ah, ich dachte für jeden. Nein. Okay. Das haben wir auch gemacht, aber das war sehr selten der Fall. Sehr selten. Und dann haben wir halt Buffet gemacht, aber wir haben dann halt für 100, 150, 200 Gäste gekocht. So. Ja, ja. Und dann ist der Betrieb pleite gegangen und dann stand ich da, Alter. Ich dachte, was mache ich jetzt, ne? Dann habe ich ein paar Kollegen angerufen vom Berufskolleg. Ich sage, das und das und das ist passiert. Ich sage, was muss ich jetzt machen? Dann meinten die, geh zum Berufskolleg und teilen denen das mit. Dann meinte ich, ja, okay, alles klar. Bin ich zum Berufskolleg, dann meinten die zu mir, ey, such dir einen anderen Betrieb. Damit du die Lehre weitermachst. Damit du die Lehre weitermachst und dann halt bis zur Abschlussprüfung. Dann meinte ich, ja, okay. Und dann habe ich halt verschiedene Restaurants angefragt und die haben gesagt, ey, wir brauchen niemanden, der schon im zweiten Lehrjahr ist. Die wollten fertige Leute? Die wollten entweder fertige oder jemand, der gerade am Anfang ist. Aber warum? Ich weiß es nicht, Bruder. Ich weiß es nicht. Also ich hätte doch jemand genommen, lieber der 2 Jahre drin ist. Ja, aber jemand, der 2 Jahre drin ist, Bruder, was willst du denn noch beibringen? Er kann doch schon alles, weißt du, was ich meine? Vieles. Ja, Bruder. Bruder, ich habe einen Kollegen, der hat auch Koch gemacht. Der war mit mir in Berufsschule. Der wusste nicht, was der. Kennst du dieses? Ausbildung ist wichtig. Ja. Yeah. Ich habe ihm gesagt, nein. Er sagt, doch. Ich sage, ja, was machst du? Er sagt, der Koch. Boah. Hat er im Forsthaus hier in Bottrop, die sind pleite mittlerweile, hat er Ausbildung gemacht.
Hat er erstes Jahr, glaube ich, nur Salate gemacht. Ja. Zweites Jahr nur, ich glaube, Dessert. Bis er angefangen hat zu kochen, war der fast fertig. Die haben den gar nichts machen lassen. Nur Salate, Dressings. Bruder, ja, ich habe allerdings, Bruder, ich hab kalte Küche bis über die Mise en Place, Bruder, bis über die Vorbereitung und dann heiße Küche. Ist ja unterschiedlich, wo du arbeitest. Wie nehme ich ein Fleisch auseinander? Von welchem Stück vom Tier ist das Fleisch? Wie nehme ich ein Fisch auseinander? Ich habe die ganze Scheiße durch, Bruder. Ja, aber da ist der meilenweit von entfernt. Ja, aber dann der hat die Ausbildung abgeschlossen, ne? Als eine Restaurant hebt sich der andere immer von dem anderen Restaurant. Das meine ich ja. So. Das kommt ja darauf an, wo du auch lernst. Das ist, wenn du im Krankenhaus arbeitest, Bruder, dann hast du durchgehend 4-3 Jahre lang das gleiche Essen, Bruder. Was lernst du denn im Krankenhaus in der Küche, Bruder? Gar nichts. Und dann war das halt schwierig. Mhm. Dann habe ich 2-3 Monate... Dankeschön, Burak. Dann habe ich 2-3 Monate gesucht. Nichts gefunden. Weißt du, was danach? Alter, verpisst euch, Alter. Heute denke ich, Gazi, was für ein Idiot. Aber zu dem Zeitpunkt, ich war einfach... Vielleicht war ich da 16, 17, ich weiß nicht mehr. Der Gazis linke Eier hat was Interessantes geschrieben. Für ein Unternehmen lohnt sich die Übernahme für das letzte Jahr nicht, weil die dadurch keinen steuerlichen Vorteil haben. Dankeschön. Und das war so krass, dass der Lehrer mich vom Berufsklick angerufen hat und gesagt, ey, komm, zieh durch. Also such keinen Arbeitsplatz mehr, besuch nur die Schule bis zur Abschlussprüfung. Besuch die Schule nur bis zur Abschlussprüfung. Aber kennst du dann so als Jugendlicher eigentlich, was will der jetzt von mir, lo? Will er mir was vom Leben erklären? Verpiss dich. So, heute auch einer der größten Fehler, die ich gemacht habe in meinem Leben, weil ich nicht durchgezogen habe, Alter. Ich bereue das sehr. Ja, ich bereue das. Echt? Ich bereue das sehr, Bruder. Wie soll ich jetzt zu meinem Sohn sagen, mach deine Ausbildung, such eine Ausbildung? Weil ich selber nicht abgeschlossen. Nein, finde ich gar nicht. Verstehst du, was ich meine? Das ist so mein Denken. Finde ich gar nicht. Das ist mein Denken. Dann bin ich raus aus der Ausbildung, habe dann in anderen Restaurants gearbeitet, jahrelang, also wirklich fast 7 Jahre. Und ich sage euch ehrlich... Da warst du 14, ne? Als ich auch angefangen habe mit der Ausbildung? Ja, ja, 14, so ungefähr. Ich sag euch ehrlich, Koch ist mit Abstand der schlechtesten bezahlten Jobs hier in Deutschland. Viel Stress, also wirklich 10 bis 12 Stunden auf die Beine. Stress, sauber machen, richtig sauber machen. Körperlich übertrieben anstrengend. Boah, aber Stress Wochenende, viel stressiger. Wochenende auf Abruf am Start sein, das ist schon abgefuckt, Digga. Das ist schon abgefuckt. Aber es gibt auch die Leute, die das lieben zu kochen. Denen sage ich, wenn ihr Bock drauf habt, macht. Aber Koch, also Küche, Gastronomie allgemein, für mich ist da ein mieses X drauf. Ich war in der Schule, habe ich Kochkurs gewählt. Ja. Anstatt das, was die anderen, ich weiß gar nicht, was sie genommen haben, Metall. 4-7. Last Gentleman, Dankeschön. Ja. Anstatt Metall und keine Ahnung was, habe ich Kochen genommen. Ja. Ich, 15 Mädchen und Kochen und Essen. Und die, ich habe immer vom Fenster geguckt, wie die da draußen irgendwelche Sachen am Reparieren waren und irgendwelche am Sägen und keine Ahnung. Ich denke, so sind die Ich habe immer Hauswirtschaft genommen. War Beste. Lernfeld hinter Gittern nicht, Cousin. Aber Gastronom? Hast du gelernt? Ich habe nicht gelernt. Ich habe angefangen mit der Lehre. Ich habe fast 2 Jahre durchgezogen. Und guck dir mal diesen Blick an, Alter. Und am Ende auf mein Glück, Cousin, auf Arabisch sagt man Hasi Khara. Ist der Betrieb dann pleite gegangen, Cousin? Ach so, pleite gegangen. Ist der Betrieb dann pleite gegangen? Aber nicht wegen dir, oder? Nein, nicht wegen mir. Tatsächlich nicht wegen mir, Cousin. Hast du deine Cousin gesehen und wurde eingeladen, hast du alle und den Laden in den Ruhe geführt hast. Nein, Cousin. Diesmal habe ich wirklich nichts damit zu tun. Ja? Wirklich. Also der Betrieb ist pleite gegangen. Ja. Und auf dem Berufskolleg damals, wo ich gewesen bin, hat man zu mir gesagt, zieh einfach durch. Hm? Guck, dass du einen anderen Betrieb findest, einen neuen Betrieb findest. Hm? Ja? Ja. Und dass du dann darüber deine Abschlussprüfung machen kannst und so. Ja. So, dann habe ich das gemacht. Ich bin dann von Betrieb zu Betrieb gelaufen, aber keiner wollte einen einstellen, der schon 2 Jahre Erfahrung hat. Ja. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja, der ist schwer zu formen. Genau, der ist schwer zu formen nach 2 Jahren. Ja. So, können wir nicht einstellen. Ja. Und dann, weißt du was? Hast du den Job an den Nagel gegangen? Einfach in den Händen geworfen. Aber wir haben weiter im Gastro gearbeitet, in der Gastronomie. Ja. Wir haben noch ein paar Jahre draufgesetzt in verschiedenen Restaurants. Ich bin kein gelehrter Koch, aber ich... Ein leidenschaftlicher Koch. Leidenschaft auch nicht. Auch nicht? Leidenschaft auch nicht. Aber ich... Ja, nee, so, wenn ich dich jetzt gerade so reden höre und sehe, wie du jetzt gerade hier hinter der Küche, hinter der Tische hier auch bist. Wenn ich Bock habe, so, Cousin, wenn ich Bock habe, dann mache ich. Wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich nicht. Was ist das hier, Team? Der beißt... Ey, der hatte einen Schrank gehabt. Also unter dem Tisch waren Schubladen. Mhm. Wenn du da ganz leicht gegengekommen bist... Kommen die raus? Kommen die raus.
Ja. Und das hat mich so abgefuckt, Dicker. Ja. Das hat mich immer so aus dem Links gebracht, immer so aus dem Konzept und immer aus dem Redefluss gebracht. Das hat mich richtig abgefuckt. Weißt du, was ich die ganze Zeit Auge drauf habe? Ist das rechts ein Kühlschrank da, der da steht, an der Seite? Das hier? Nein, das siehst du gleich, wenn die Kamera so von links dich zeigt. Achte mal drauf. Da ist so ein schöner schwarzer Kühlschrank. Ja, ja, ist Kühlschrank. Ja? Ist, Aber für Wein, oder? Für Wein, ja. Für Wein, Wein, ne? Für Wein. Für Wein. Da war auch, da waren auch andere Getränke drin, aber hauptsächlich war das für... Aber schöne Küche hat der. Wer weiß. So, Pastrami-Sandwich. Wie ihr seht, mache ich mir gerade zwei Pastrami-Sandwiches fertig. Bevor hier jetzt eine heiße Thematik gemacht wird, warum hat Charo da einen Weinkühlschrank? Die Küche wird gestellt. Ja, ja, es ist ja, ja die Küche, wo er kocht. Und am Samstag, gut aufgepasst, den 24.12. von 10 bis 15 Uhr in Gladbeck auf dem Wochenmarkt. Jetzt weiß ich auch, was die meinen. Er hat gesagt 24.12. Ja. Anstatt 2. Kann passieren. Ne? Kann passieren. Das, ja. Ich habe einen Kommentar, ich denke so, was meinen die da? Gibt's auch für euch dieses saftige Pastrami-Sandwich. Kommt vorbei, bringt Hunger mit, ich erwarte euch. Und weitere Dates, die findet ihr unten in der Infobox. Wir sind demnächst auch in Raum Köln unterwegs. So, willst du hier nochmal, Da kommt jetzt noch ein bisschen Knoblauch rein. Ja, aber willst du stampfen oder willst du das alles grob hacken? Können wir noch was zu dem Sandwich sagen? Lecker. Und mal was anderes. Also immer Pizza, Döner. Dir fällt so wenig ein, was man draußen essen kann. Ist eigentlich immer dasselbe. Ja. Grillteller, Döner, ja. Pizza, vielleicht irgendwann mal chinesische Nudeln oder so. Aber das ist mal was ganz anderes. Safe. Ne, also das war wirklich vom Geschmack her, das hast du so hier noch nie gegessen. Und wer aus der Nähe von Gladbeck ist, ich glaube Samstag ist das. Was war das Datum? 24. 24. ist glaube ich Samstag. Stampfen, okay. Stampfen, wir machen jetzt noch ein bisschen Knoblauch rein. Ja. Wie ist das dazu gekommen, dass du heute hier stehst? Wollen wir es den Leuten erzählen? Cousin, ich sag dir ehrlich, ich bin nach der Haft raus und ich musste drei Jahre nachholen. Also 2 Jahre, 9 Monate, 10 Monate war ich weg. Ja. Und ich muss ihn nachholen. Und ich muss jetzt mal gucken, was abgeht, Alter. Wer hat was gemacht in letzter Zeit? Ja. Drinnen bekommst du ja nichts mit. Ist einiges passiert, ne? Ja, ist einiges passiert. Weißt du, was ich meine? Wann bist du rausgekommen? Ich wurde entlassen am 16. oder 17.6. Boah, war das 22? Also nach Teledin und Blink. Alle auf Teledin oder was? Nicht alle, aber diese Droge wurde gehalten. Das ist doch ekelhaft. Ja. Also das ist doch ekelhaft. Ja. So, jedem das seine, Cousin, ne? Ja. Jetzt sag dir ehrlich, ich bin ein herzoffener Mensch. Ja. Jeder, wie er Bock hat. Ja. So. Aber das sind doch... Absolut. Aber letztendlich sind das doch erwachsene Männer. Und wenn ich einen erwachsenen Männer auf etwas anspreche, dann soll er stramm stehen. Und mir eine ausführliche, detaillierte Antwort geben. Und ich gerade machen, ihm unterhalten können, so wie du. Ja, richtig. Wie ich das meine? Absolut. Ein Gespräch führen. Absolut. So, was bist du für ein Mann? Du bist erwachsen, du hast... Wegen... Ich war hier noch in Abuchel-Modus. Maxim. Du bist aufgestanden als Abuchel. Guck mal, der Blick nur. Der Blick. Du bist zwischen 27 und 32 Jahre und ich rede mit dir und du hängst da voll in deinem Gehirn rum. Ja. Und dein Hirnwasser schwappt von links nach rechts. Leider auf jeden Fall, jetzt haben wir 2024. Ja. Jetzt sind wir bei Lachgas angekommen. Das ist ja der größte Müll. Ja. Das ist ja der größte Müll. Ja, ja. Schwierig. Das ist der größte Müll auf Balance, Cousin. Ich schwöre dir. Wir haben ja beide gleiche Herkunft, Cousin. Ja. Stell dir mal vor, wir sagen jetzt mal zu, wir fliegen nach Mardin. Bei uns ins Dorf, weißt du, mit dem Lachglas was mit und ein paar Luftballons. Und dann sitzen wir zwischen Kühe und Schafe. Ja, ja. Und jemand erwischt uns da. Aber der Opa, der wird mir erstmal eine Schelle geben. Natürlich, Alter. Von hier bis Lametten. Natürlich, Bruder. Und da, wo die Schelle hinkommt, da wächst kein Haar mehr nach. So ist das. Ja, siehst du ja, wächst nicht mehr. Ey, wollen wir nicht den Leuten erzählen, wie du heute hier. Ja, wie ist und das, ja genau, das ist es. Das ist es, genau. Das will ich dir erzählen, hast du Cousin. Dann habe ich erstmal geguckt, ich muss Update machen. Update. Ach so, du bist... Was ist passiert? Okay, ich hab dich unterbrochen, Entschuldigung. Ja, ich muss Update machen. Was ist passiert? Wer hat was gemacht? Du bist 22 rausgekommen, Mitte 2022 bist du rausgekommen. Ich war drei Jahre, drei Jahre weg. Ja. Dann, wer hat was gemacht? Muss es sein. So. Ja. Und dann habe ich deine Sendungen gesehen. Meine Sendungen? Ja. Welche denn? Ja, die Beast Kitchen. Ja. Keine ganzen Sendungen, ja. Sondern immer so das,
was gerade angesagt war auf TikTok. Die Highlights, Bruder. 30 Sekunden, 40 Sekunden. Ach so, die Highlights auf TikTok. Genau. Die Leute sind heute sehr kreativ im Schneiden, ne? Ja. Ja, okay, ja. Weiter. Und dann habe ich gesehen, der ein oder andere Rapper ist bei dir gewesen. Ich dachte, ey, cool, das ist eine coole Sache. Ja. Einfach mal kochen. Ja, Mann. Und sich unterhalten. Ja, Mann. Und dann hast du ja jetzt vor ein paar Tagen hast du dann da endlich dein Statement rausgebracht. Ja. Und ich sag, ey, wenn der... Könnt ihr euch übrigens anschauen, Leute. Und dann hab ich, ey, weißt du was? Ich hab da einfach Bock drauf. Ich hab Bock drauf, ich saß in meinem Stream, ich sag, ey, der Cousin kocht. Ich drehe mich da einfach rein, jetzt bin ich hier. Ist das verwerflich? Nein, absolut nicht. Ich will das ansprechen und hervorheben, weil ich dir das vor dir den Hut ziehe. Weil das zeigt Stärke. Heutzutage sehr viele Künstler, du glaubst nicht, wie viele ich schon hier hatte und mit wie vielen ich in Kontakt bin und die sagen, ja, komm ich und dann tut sich nichts mehr. Bei einigen kann ich das verstehen, bei einigen kann ich das nicht verstehen. Ja, Cousin, jedem das seine. Ist so. Jedem das seine. Ich bin hier, heute mit dir. Es freut mich auf jeden Fall, dass du gekommen bist. Du bist auch ein sympathischer Typ. Habibi Ahlau Salah. Wir kochen heute, Cousin. Lammkarree ist auf jeden Fall halal. Ist halal. Da kann man ist sogar in Deutschland geschlachtet. Da kann uns keiner einen Strich. Halal in Deutschland geschlachtet. Ich hab den einfach den Aufbau für seine Werbung genommen. Geschlachtet vom Bassam. Super. Welcher Bassam? Bassam Sobatscha. Kennst du den? Bassam. Du guckst so, Bassam. Welcher Bassam? Ja, ne. Ich sag, welcher Cousin ist das? Doch, doch, ich, der wollte mir ein Paket zuschicken lassen. Hat er noch nicht Doch, doch, der wollte mir ein Paket zuschicken. Nach dem Motto, wo ist das Paket? Schreibt alle dem Bassam bei Insta, wo ist das Paket? Sie fragt nach seinem Paket. Bassam? Eigentlich wollte er das ganz schnell machen. Der ist auf jeden Fall, der ist stramm, der Junge, ne? Der ist sehr stramm. Der ist fit. Der Charo will Werbung machen. Kasi sagt, wo ist mein Paket? Der Junge ist stramm. Und ihr könnt euch auch gerne Bassam Sobatscha anschauen. Schaut ruhig bei denen auf der Seite vorbei. Und wenn euch was gefällt, immer auch da Charo verwenden, Friends. Ey, Cousin, ich habe eine Frage. Bitte. Der BMW in der Garage bei dir. Ja. Du weißt, welchen ich meine. Ja, der 850. Genau. CI. 91er Baujahr. Schwarz-Schwarz. Der ist geil, ne? Gar nicht mein Fall. Ich feier den. Ich mag keine Oldtimer. Ich feier den. Gar nicht. Genau, genau den. Ja, ja. Welche Hand ist der? Welche Hand? Ich bin die dritte Hand. Okay. Ja, Mann. 47.000 gelaufen, original. 47.000? Original gelaufen, ja, Mann. Wolltest du kaufen? Oder brauchst du für Videodreh? Nein, nein. Ich frag, ja, ich frag wirklich wegen Dings. Ich frag wirklich um den Kauf. Guck mal bitte, wie der reagiert. Genau. CI. 91er Baujahr, schwarz, schwarz. Genau, genau den. Ja, ja. Welche Hand ist der? Welche Hand? Ich bin die dritte Hand. Okay. Ja, Mann. 47.000 gelaufen, original. 47.000? Original gelaufen, ja, Mann. Wolltest du kaufen? Oder brauchst du für Videodreh? Nein, nein. Ich frag wirklich wegen Dings. Ich frag wirklich um den Kauf. Nee, ich geb den nicht ab, Mann. Was? Ja, Respekt, nein. Cousin, der ist da verstorben in der Garage. Die Reifen waren platt. Nein, der ist jetzt frisch gemacht, ehrlich. Ich warte jetzt nur auf den nächsten Sonnenschein. Okay, aber gehen wir mal davon aus, dass du verkaufen möchtest, falls du verkaufen willst. Ja, dann unterhalten wir uns, wenn die Kamera aus ist. Okay, aber nur ein Preis für mich. Damit der sagt echt, unterhalten, wenn die Kamera aus ist, du lässt dich locker. Der sagt zu mir, ich rede mit dir gleich darüber privat. Ich sag aber nur für mich. Vor Kamera, hört keiner zu. Aber der hat das drin gelassen. Ich will nicht wissen, wie viele den geschrieben haben wegen dem Wagen. Ey, ich schwöre euch nicht. Ich bin noch nie so unvorbereitet in ein... Was ist das? Interview? Talk. Ich bin noch nie so unvorbereitet in einen Talk gegangen, ne? Aber gerade deswegen feiere ich das so, Bruder. Guck mal. Der will nicht darüber reden. Sonnenschein. Okay, aber gehen wir mal davon aus, was du verkaufen möchtest, falls du verkaufen willst. Ja. Dann unterhalten wir uns, wenn die Kamera aus ist. Gut. Okay, aber nur ein Preis für mich, damit ich vor Ort. Okay, aber nur ein Preis für mich. Du hast die Kamera vergessen, ne? Vorgabe. Also für dich, ich glaube so... Kollegen, Cousin-Preis. Nein, erstmal machst du mir erstmal den Kollegenpreis. Ja. Erstmal den Kollegenpreis? Dann der Cousin. Und dann machst du den Cousin-Preis. Boah, eigentlich will ich den nicht verkaufen. Cousin. 4-7. Habibi, Brat, ich küsse deine Augen. Cevape. Ich weiß, du willst dich verkaufen. Aber. Ich weiß, du willst eigentlich für mich verkaufen. Aber lass uns doch drüber reden. Und ich will dir nur nahelegen, falls du verkaufen willst,
Hier ist ein Interessenten gibt es hier noch. Hier ist ein Interessent. Ich verspreche dir, wenn du Bock hast auf ein cooles Musikvideo, ne? Nein, ich will nicht. Ich schwör's dir. Das ist einfach nein. Obwohl, das hätte was. Das wäre geil mit so einem Oldtimer. Ich stelle dir frisch gewaschen vor dir mit der Hand. Okay, Tamam. Aber sag mal, irgendwann mal willst du verkaufen. Also ich denke mal, wenn du 75 auf den Tisch legst, könnte man reden und überlegen. Können wir einen Kaffee machen? Ja, wie, boah, was? Da ist der Kollegenbonus und der Cousin. Was hast du gedacht, wie viel er sagt? Ja, wie, boah, was? Ja, wie, boah, was? Aber wie viel hat sie im Kopf? Was für eine Zahl hat sie im Kopf? 40? Ah, nein, ich war drüber. Aber mehr? Ja, Bruder. Okay. Bruder, wenn der den so stehen lässt, wenn der den noch ein paar Jahre stehen lässt, der knallt locker die 150 bis 170. Locker. Deswegen, 75 ist schon krass, Bruder. Dritte Hand. Was ist der gelaufen? 47.000? Eigentlich musst du den wegen 47, musst du ein Video mit dem machen. Ja, 75. Ich bin da schon runtergegangen. 12,5 für Kollege, 12,5 für Cousin, sind wir bei 75. Wir können auch mit 100 anfangen. Was verlangst du denn von dem Fremden, wenn der kommt? 100, sag ich doch. 100.000. Was verlangst du denn von dem Fremden, wenn du von mir 75 nimmst? Nein. Ja, klar, Mann. Was kann der denn? Ich schwör's dir an. Was soll der können? Ich weiß. Guck mal. Du willst ihn noch drücken, ne? Ich bin mit 120 im Gedanken. Er sagt mir 75 und ich sag, was kann der denn? Trotzdem, du, was kann der denn? An dem Auto hat BMW Museum sogar Interesse. So sauber ist der. So, haben wir. Von 100 Riesen gibst du mir 75? Geschenkt. Ich war geschenkt. Was sagt ihr, Leute? Geschenkt. Cousin, ich bin nur einfach nichts, ne? 100%. 100% Dings, ne? Jetzt einfach drauf, ne? Also. Ja, 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 ja. War halt für das Lammkarri-Cousin die beste Massage, wallah. Was willst du, Julien? Wie willst du die Zwiebel haben, Cousin? Mach die ruhig in Juliens. Ja, ich will schreiben, Cousin, ha? Nein, und was? In Würfel. Würfel, ja, guck mal, haut dir richtig. Haut. Wir haben zwei klassische Beast-Kitchen-Fragen. Hast du seinen Sound gehört? Ja, ja. Der sagt einfach nichts. Ja. Komm mal bitte. Hört mal, wie Charo reagiert, bitte. 100% Dings, ne? Jetzt einfach drauf, ne? Also. Ja, 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 ja. War halt für das Lammkarri-Cousin die beste Massage, wallah. Wallah. Was willst du, Julien? Wie willst du die Zwiebel haben, Cousin? Hör mal, wie der reagiert. Juliens? Jetzt. Nee. Will ich schreiben, Cousin, ha? Nein. Und was? Würfel. Würfel, ja, guck mal, haut dir richtig. Haut. Wir haben zwei klassische Beast Kitchen. King Show, ja. Er sagt einfach nichts, oder? Na. King, ja. Er ist so geil, oder? Ey. War das Messer gut zum Schneiden? Nein, aber maximal Reinfall. Zum Schneiden, ja, ne? Für Zwiebel für geht Gemüse nicht, ne? Schneiden brauchst du ein Wiegemesser, Bruder. Brauchst ein Wiegemesser. Ich weiß nicht, was das für ein Messer ist, Bruder, aber es ist kein das Wiegemesser. Das ist von Beast Kitchen. Das ist von Beast Kitchen, also ja. Der hat ja die eine Messer und. Er hat ja, Bruder, ich weiß nicht, was das für ein Messer ist, aber er hat auch ein Fleischermesser gehabt. Das war dann zu 100% besser, Bruder. Mhm. Aber das Ding konnte nichts. Okay. Lehrer ist, was ist dein Lieblingsessen, Gazi? Ganz tipp und klar. Oh. Eine Mahlzeit, komm, hau raus. Oh. Ich wusste das. Arabisch? Dein Lieblingsessen, ist egal. Und es gibt zwei Gerichte, wenn erzähl. Die da sind, dann ist alles und jeder vergessen. Einmal Lochie, Cousin, ja. Mit Reis, ja. Aber auf dem Lochie Granatapfelkerne. Ja. Muss! Nein. Was? Nein. Was? Nein, gar nicht. Sami, Bruder, du weißt, ich liebe dich, Bruder, warum scheißt du so rein? Sami, was? Klassisch. Nein. Klassik. Das verfeinert das. Das ist dieses Süße in dem Säuerlichen, Bruder. Im Lochie. Mit Reis, aber dieser Reis muss noch nass sein. Der darf nicht zu trocken sein. Dann schmeckt er eh nicht. Der muss dieses Wasser von hier drin. Ja, haben. Ja. Und dann Granatapfel oben drauf. Granatapfelkerne, nicht dieses Sirup. Kerne, frische Kerne. Und dann eine Zitrone. Zitrone, Zwiebeln. Chalas, mehr nicht. Keine. Granatapfel muss, Bruder. Keine Instagram-Früchte und. Influencer-Früchte hier. Zitrone muss, Granatapfelkerne sowieso. Muss. Ja, und eine Zitrone,
Ja. Muss Cousin? Ja, aber das und dann, so. Und dann links Cousin. Und dann noch ein kalter Eiern dazu. Ein kalter, ja? Ja, Bruder. Okay. Muss Cousin. Das wäre deine Henkersmahlzeit. Oder? Ja. Birren? Ja. Boah, dieses Essen, Cousin, ne? Ja. Boah! Ey, kennt ihr das? Das war, glaube ich, das erste, was wir zusammen gegessen haben. Was? Diese Dings? Birren mit Wurde? Fleisch. Mina, oder? Nein, Cousin, du verwechselst da was. Nein, weil, wir haben das irgendwo zusammen gegessen. Ja? Mit Laban und so. Wir haben das irgendwo gegessen, ich weiß nicht mehr, wo das war. Erzähl ruhig weiter. Ja, mit Birren ist Bulgur gemeint, Bruder. Bulgur, also für die anderen, die kein Arabisch sprechen. Ja. Wir haben Gast. Wer? Originale Weissel. Ist das Weissel? Weissel, Weissel? Unser Weissel? Mach mal Chat voll mit Weissel-Herzchen. Ich kenn doch. Weissel, ja, sein Name. Ey, Weissel, was ist passiert, mein Bruder? Setz dich hin. Aber ist alles wieder gut, Bruder? Sitz hier. Ich muss kurz telefonieren. Weil jetzt alle für dich, Weissel, ne? Alle für dich, Cousin. Das ist Weissel. Das ist der einer unter denen, die am spendabelsten unterwegs sind. Bürgel, Bruder. Rennkeller, zwei Personen für dich und Abos. Ja. Bierlau. Nein, nicht was du geholt hast, ne? Was meinst du? Du sagst, Grundmaterialismus. Der sagt mir, was er mitgebracht hat. Nein, Bruder, ich rede gerade über das Essen. Ach so. Charo hat mich gefragt, was isst du am meisten, also am liebsten? Ich meine, Bürgel mit oben Fleisch drauf. Und Türkisch heißt es Cacık, Bruder. Ich weiß, was du meinst. Aber bei uns ist ein bisschen flüssiger. Ja. Das ist. Maximum. Also wenn man das machen kann, ist Maximum. Habibi Weissel, wallah, ich war Courage, oh Weissel. Drehst du uns durch zur Kamera, Bruder. Nimm die Kopfhörer. Ey, das ist immer so geil. Ich kenne die Gesichter nicht. Ich habe nur Namen vor mir. Und dann lernt man einfach die Person hinter dem Namen einfach kennen. Ich feier Maximum. Bruder, wir reacten gerade auf das Video mit Charo. Hast du gesehen? Nein, wallah, noch nicht. Okay. Ich war gerade frisch von der Arbeit. Kurz bei Mina gewesen, ja. Weil du weißt, mit leeren Händen kommt ich küsse deine Augen, mein Bruder. Du hättest doch einfach so kommen müssen, Bruder. Einfach so kommen können, wallah. Da sein. Wallah, wie ich gesagt habe, Razi, deine Streams. Ja, ich bin selber noch jung, aber wallah, du hättest so viele kleine und vor allem jüngere wie wir so fern von der Straße, das muss man einfach gesagt haben. Bruder, ich halte die von der Straße, ich halte aber auch mich selber von der Straße. Besser. Ich bin hier, Bruder. Alhamdulillah. Hier braucht sich keiner um mich Sorgen machen. Alle wissen, wo ich bin. Ja, wenn ich nicht ans Telefon gehe, die gehen auf Twitch und sagen, ah, okay, der ist live. Hast du recht. Vater macht sich keine Sorgen, Mutter macht sich keine Sorgen, die Familie macht sich keine Sorgen. Wallah, nimmt euch ein Beispiel. Wallah, nimmt euch ein Beispiel. Cousin, wofür bis 4 Uhr morgens im Café sitzen, Karten spielen? Ja, wofür, Bruder? Ja, wallah. Ach, für Nüsse. Und immer das gleiche Thema. Und diese Fehler habe ich auch gemacht. Es also, wallah. Weißt du, ist immer das, wenn du sitzt, ist immer das gleiche Thema. Was? Wer hat Geld gemacht? Ja, wer macht Geld? Wie macht man Geld? Ja, immer das gleiche. Leckst. Wie willst du Geld verdienen? Wenn du im Café sitzt und darüber redest, ja, wallah. Steh auf, geh, mach. Bring was in Bewegung. Chat, nehmt euch ein Beispiel. Nichts hinzuzufügen. Lieber Dings, Bruder, einen Namen geben, Abu Khair und irgendwelche Leute umbringen. Wallah, Maximum RP. Ich schwöre dir, Cousin. So, wir machen weiter. Ja, oben drauf diese Fleischstücke. Richtig Dorf, ja. Richtig Dorf, Cousin. Ja. Und Khiyar Bilaban. Das ist Joghurt mit... Gurken runtergeschnitten und ein bisschen Knoblauch. Okay. Das ist Maximum. Du hast die Wahl, zu Hause kochen oder draußen essen. Die Frage ist, wer hat zu Hause gekocht? Du hast die Wahl, zu Hause kochen oder draußen essen. Weißt du, du hast die Wahl, zu Hause kochen oder draußen essen? Beides, aber wenn Mama zu Hause ist... Ach, das reicht schon. Ja. Reicht schon. Naja, dann Mama Cousin. Jawohl. Ja? Dann die Mama, Bruder. Also zu Hause kochen. Zu Hause kochen, Bruder. Stark. Okay. Wunderbar. Aber krieg ich jetzt die Zwiebel? Es gibt auch Dings, ne? Bitte. Es gibt auch leckere Restaurants. Es gibt auch sehr starke Restaurants. Was wäre dein Lieblingsrestaurant in Essen? Aktuell? Ja. Es geht nichts über King Shawarma. Das Ding ist, ich bin in vielen Restaurants unterwegs. Ja.
Ich sage euch ehrlich, ich liebe meinen Magen. So. Ich esse gerne draußen. Hätte ich jetzt gesagt, das und das Restaurant wäre derjenige sauer gewesen und hätte mich gefragt, warum hast du nicht unser Restaurant gesagt? Deswegen habe ich einfach so getan, als wüsste ich nicht, welches Restaurant. Aber welches Restaurant ich besuchen gehe, ist Stinks Cousin. Auch wenn ja, diese Politik ja. Leider bei uns vielen. Ja. Selbst wenn du zum Beispiel bei mir, meine Cousins, Bruder, ja. Sage ich offen und ehrlich, ja. Ich gehe da essen. Und selbst wenn es nicht bei meinen Cousins schmeckt, schmeckt nicht. Ist mal, ja, ne, Jungs, das ist voll unnötig. Ja, ne, egal, wo ihr hingeht, sagt, ja, ich gehe dahin, das ist mein Lieblingsrestaurant. Guck mal, ja, aber das, ich kann nicht. Ja. In meinem Fall kann ich nicht. Da hast du recht, muss ich recht. Weil es so viele gibt. Jawohl, und ja. Am Ende sagt einer, warum hast du schon mein Restaurant gesagt? Ja, der Cousin macht super Arbeit. Ja, ist doch mein. Der Cousin super, kann man nichts sagen. Ich schmeiß die Pfanne schon mal an. Ich mach schon mal richtig heiß jetzt. Jetzt geht's heiß her hier, Leute. Die Skills, die habe ich schon mal gesehen. Da hast du wirklich gut drauf. Dankeschön, Cousin. Aufgepasst hast du in den 2 Jahren. Das sieht man. Cousin, ich hab das gerne gemacht, Wallah. Ja, das sieht man, ehrlich. Also, Idiot werde ich da gehen lassen. Also. Oder die Idiot werde ich nicht angenommen hat. Ich schwöre dir, ne? Hätten die mich meine leere Zünde machen lassen? Ich schwör's dir. Ich hätte so ein geiles Restaurant aufgemacht. Du hast ja gesehen, was der Shitstorm bei mir ausgelöst hat. Ja. Du bist ja auch so ein bisschen so, hast das Statement gesehen, aufgrund des Statements bist du dann so, hast du die Einladung oder gesagt, ey, ich wäre auch gerne Bock zu kochen. Ja. Und es gibt ja bei einem Streaming-Kollegen oder bei einem ehemaligen Kollegen von dir, Cousin, ja auch seit einiger Zeit die Gerüchte. Wie hat sich das persönlich auf dich ausgewirkt? Wie bist du damit umgegangen? So in der Öffentlichkeit oder auch privat, wenn du so in der Stadt spazieren gegangen bist? Cousin. Bitte. Ich bin dir da ehrlich, ich mag dieses Thema überhaupt nicht, Bruder. Ja. Ich habe da meine Meinung zu gesagt. Aber ich will jetzt nicht auf diese Person eingehen. Ja. Ich will nur wissen, wie du damit umgegangen bist. Familia Pille. Weil diese ist ja, es ist ja nicht wenig, was da im Raum geworfen ist. Und wie bist du so als Mensch damit umgegangen? Boah, ich mag dieses Thema gar nicht, Cousin. Ich weiß. Das ist ein sehr unangenehmes Thema. Sehr unangenehm, Bruder. Und ja, ich bin noch kein. Ich habe eigentlich mit diesem Thema abgeschlossen, Bruder. Ja. Sag ich dir ehrlich. Cousin, wie bin ich damit umgegangen, Bruder? Bis jetzt habe ich das nicht verarbeitet, Bruder. Bis jetzt? Ich habe das nicht verarbeitet. Schwer. Natürlich. Schwieriges Thema, ne? Aber so hast du deinen Weg gefunden, damit zuzumachen. Ja, Cousin. Ja. Ich nehme es zu. Ich habe da einmal was zu gesagt. Fertig. Und fertig. Interessanter ist gerade dieses Lammkarree, was hier vor mich rumliegt, Cousin, und darauf wartet, dass ich einmal jetzt auf Kopf stelle. Von der Seite. Aber kannst du das schon mal im Ofen reinschieben? Was hältst du davon, Habibi? Ja, hast du. Hol mal das Gitter raus, nimm ein Tuch, das hier drunter ist. Schieb rein. Im Ofen, was denkst du? Ja, dann mach denkst doch mal. Du? Nein, Cousin, denkst du immer? Cousin, mach doch mal den Satz zu Ende. Schieb es in den Ofen. Wir im Ruhrgebiet. Hast du mich auch vorhin erwischt, mit Steckern? Das war voll unangenehm, Bruder. Oh, Habibi. Ja, hol mal das Gitter raus, nimm ein Tuch, das hier drunter ist. Schieb rein. Guck mal, der Blick. Hast du dich gehört? Der sagt mir hier immer, schieb rein. Im Ofen, was denkst du? Ja, dann mach denkst doch mal. Du? Nein, was Cousin, denkst du da immer? Cousin, mach doch mal den Satz zu Ende. Schieb es in den Ofen. Hier im Ruhrgebiet, ist dir das noch nie aufgefallen? Was? Hier im Ruhrgebiet kannst du einen Dialog führen mit nur immer einem Wort. Das ist mir bei meinen Nachbarn aufgefallen. Ich wollte dir sagen, Amazon Prime, steck ihn rein. Aber ich wusste nicht, ob der davon Bescheid weiß, wie wir unter uns reden. Steck rein, ja, mein Jack. Du schieb mal im Ofen rein. So, jetzt muss ja, ich so, komplett ja, so, ist dir jetzt schon mal aufgefallen, hier im Ruhrgebiet kannst du wirklich... Oder ist mir an meine Nachbarn aufgefallen? Ja, was ist denn? Der hält mir so ein Fleischstück vor die Nase und sagt, schieb rein. Ist mir an meine Nachbarn... Schieb rein in den Ofen, Cousin. Warte, ich brauch erstmal Kochlöffel. Wir müssen erstmal hier... Da hörst du so die Nachbarn reden, ne? Moin! Der andere. Na, wie ist es? Wie immer. Wie immer. Und Elke?
Wow. Kennst du doch. Ich war 10 Minuten, jeder will 1-2 Wörter höchstens. Haben sie sich so unterhalten. Tolle Frage. Jetzt kommt's. Ich muss dich stellen. Ja, bitte. Warum hast du dir nach dem Shitstorm, ich hasse dieses Wort Shitstorm, ja, aber warum hast du dir nach dem Shitstorm so viel Zeit gelassen? Also ich habe ja gesagt, dass du einfach deine Zeit gebraucht hast, um dich selbst zu reflektieren. Habibi, eine Kosova, Wallah, stell dich quer, mach Foto von Seite und sag Ken, dass du Foto gemacht hast von Seite für mich. Und das aufzuarbeiten, was da gesagt worden ist, ja? Aber so viel Zeit kostet. Ey, viele haben gedacht, dass du Wastel der Rapper bist, ne? Nein, auch verwandt, aber nein, Bruder, nichts mehr zu tun. Also eigentlich wollte ich das ganze Thema nicht nochmal aufrollen. Ja. Ich hatte eigentlich schon dazu was gesagt gehabt, vor über einem Jahr. Jetzt nicht richtig detailliert hier statementmäßig. Ich bin auch kein Freund generell von Statements, das vorweg. Ich habe gedacht, mach einfach nach Fahrplan weiter. Arbeite nach Fahrplan weiter, haben wir auch gemacht. Wir haben richtig coole Vlogs abgedreht. Und leider kamen immer wieder dieselben Fragen in den Kommentaren. Meine Community hat immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Was ist mit der alten Küche? Was ist mit Person XY? Was ist mit dem? Was ist hier? Und da habe ich für mich gedacht, ich bin denen diese Antworten schuldig. YouTube, Social Media, wenn die Leute dich jetzt 2, 3, 4 Jahre lang begleiten und die immer wieder diese Fragen stellen. Habibi Original Maho, Wallah, Ibrahim 47, 47 in die Kusi gegangen, Wallah, Habibi Maho, Wallah, stell dich beiseite, mach Foto von Seite, Habibi, Wallah, gib Kuss, mach nicht Schluss. Willst du wissen, ob ich ein Rapper bin, sag mit den Schmetterlingen. Habibi Maho, Wallah. Bist du denn diese Antworten schuldig? Ja, Kusi, aber wie lange warst du jetzt weg? 6 Monate, 7 Monate? Ein Jahr. Ein Jahr? Ein Jahr, warum weg? Ich hab doch ganz normal mein Ding weitergemacht. Ich war ja nicht weg, für euch. Aber hat der Beast Kitchen ganz normal weitergemacht? Nein, Beast Kitchen nicht. Beast Kitchen hat er ein Jahr lang gar nicht gemacht. Also der hatte keine Gäste eingeladen. Der hat ja diese Talks gemacht, wo er mit dem Schero, mit dieser Veganerin und andere Vlogs, was er immer so dreht. Der geht Restaurants testen, der geht Döner testen und so. Ich war einfach ausgesehen, als wenn ich weg war. Aber ich habe ganz normal regelmäßig mein Content weitergemacht. In diesem Habibi, ja, Krecki Koksberg, ich küsse deine Augen. Bruder, wir haben gerade so ein Thema gehalten bezüglich Drogen, Bruder. Für diese Orge, ändere mal deinen Namen, Lo. Ja, wo ich mein Content auch weitergemacht habe, hat man auch gesehen, 2023, Content war hauptsächlich Fitner. Wir haben weiterhin versucht, an unsere guten Werte, Kochen ist das neue Feiern. Leute hatten wenig geguckt darauf, aber... Warum warst du bei Charo so zurückhaltend? Hä? Stimmt doch gar nicht. Der hat die ganze Sendung übernommen. Stimmt doch gar nicht, Cousin. Ich habe seine Einleitung genommen. Aber immer wieder die Fragen, was ist hiermit, was ist damit, was ist jenes. Und deswegen hatte ich mir so viel Zeit gelassen. Eigentlich hätte ich ja gar nicht gemacht. Aber wenn die Fragen nicht immer wieder gekommen wären in den Kommentaren, hätte ich auch weiterhin nach Fahrplan gemacht. Echt, ja? Ja, ja. Ja, ja, aber irgendwie hat es ja... Ich meine in Bezug auf Sheikh Ibrahim und Arafat. Bruder, was habe ich denn damit zu tun, Bruder? Das sind zwei Freunde. Arafat und Charo sind zwei langjährige Freunde, die kennen sich länger. Länger als ich die beiden kenne. Was habe ich denn mit deren Streitigkeiten zu tun, Bruder? Wenn ich Schreit machen kann, mache ich Schreit. Wenn nicht, dann sollen die das klären, Bruder. Oder dann sollen die so bleiben. Was juckt mich das denn, Bruder? Ich positioniere mich noch nicht. Der hat Stress gehabt mit. Der hat Streitigkeiten gehabt mit Sheikh Ibrahim. Ich war bei Sheikh Ibrahim gestern im Restaurant essen. Das ist deren Sache, Jungs. Kann ich Schreit machen in der Sache, mache ich's. Und bin ich anwesend, möchte ich über dieses Thema nicht sprechen, solange beide Parteien noch im Streit sind. Mach mir das Thema nicht auf. Also, denke ich mir, wenn ich dann davor bin. Red nicht mit mir über das Thema. Das ist deren Sache. Aber mal abgesehen davon, muss ich sagen, ist eigentlich eine coole Frage. Ja, Netflix und Sujuk. Das ist richtig. Wenn du nicht weißt, was hinter den Kulissen passiert, dann gar nicht erst solche Fragen stellen, mein Bruder. Somit schürst du Fitna. Somit machst du Fitna. Und wir sind keine Freunde von Fitna, mein Bruder. Ich bin kein Fan von Statement, weil du machst auch ein Statement und dann kommen viele andere, die drauf reacten. Ja. Unter anderem du. Es ja. Ist okay, es ist cool. Oder es ist nicht okay, es ist nicht cool. Ich hab Klicks gemacht. Okay, warte mal. Warum sagt er, ist okay, ist cool? Nein, ist nicht cool. Was? Geh mal ein bisschen zurück, ganz kurz.
Und dann kommen viele andere, die drauf reacten. Ja. Unter anderem du. Es ja. ist okay, es ist cool. Oder es ist nicht okay, es ist nicht cool. Ich hab Klicks gemacht. Okay, sag mal. Weißt du, warum er, weißt du, wie er das meint? Er feiert keine Reactions. Weil er nicht antworten kann. Ja, es, ist keine, es ist keine Konversation. Ja, ist ja verstehst richtig, du? Du hörst, ja nur, du hörst nur das, was, also er hört nur das, was du sagst oder was du laut seiner Aussage deine Frage stellen könntest, aber er kann sich nicht klarstellen, er kann sich nicht rechtfertigen. Aber das ist doch eine Reaction. Ja, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber ich wir reacten, Bruder. Ja, ich weiß, was du wir sagen reacten. Ja, wir gucken uns das an und sagen, was wir im ersten Moment denken. Ich weiß, was ich tue, mein Bruder. Keanu schradet uns mit 185 Leuten. Kiki. Habibi K, ich küsse deine Augen, Wallah. Warte, stell dich quer, wir machen ein Foto von Seite. Ich küsse deine Augen, K, mein Bruder. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Bruder. An die Keanu Army, ihr seid natürlich immer auf meinem Cousin Kopf und herzlich willkommen. Danke, dass ihr hier seid. Aber ich bin Sachtai Hanbibi. Nächstes Mal, wenn nochmal sowas sein sollte, lad mich am besten ein. Willst du kommen? Guck mal, nein, nächstes Mal, wenn nochmal was. Willst du kommen? Willst du kommen? Ich hab den Nagel festgemacht, Cousin. Hey, Charo, du musst kommen, Cousin. Du musst safe kommen. Charo kommt. Sein sollte. Nein, willst du kommen? Ganz kurz. Warte mal, ganz kurz. Ich hab gehört. In seiner Show, Bruder. Er hat sich gerade reingedribbelt bei mir. Hör mir mal zu. Ja. Du hast dich da reingedribbelt? Er hat sich gerade bei mir reingedribbelt. Ja. Nächstes Mal, wenn nochmal sowas sein sollte ja. und eine Reaction kommen sollte, lad mich ein, wir machen gemeinsam die Reaction. Ja, okay. Das hat er geil gesagt. Ohne, dass irgendwas ha? Das hat er geil gesagt. Das ist geil. Ja. Ich lade dich ein, wenn es was zu reacten gibt. Passieren sollte, willst du kommen? Was soll denn passieren? Wir machen Reaction. Auf was? Auf das aktuelle Boah, gerade. Boah, dann kommt wieder die nächste Fitness. Ich sehe schon wieder den nächsten Fitnesssturm ankommen. Wir reden auf das, was gerade passiert, Cousin. Wir können hier auf die Folge. Wir können aber auch links gucken, ne? Was denn? Wir können aber auch hier, wie heißt der? Bitte. Der fliegende Holländer aus Amerika. Kolja? Nein, nicht der. Der Koch, Bruder. Welcher Koch? Der von Willkommen in Teufels Küche. Wie heißt der? Gordon Ramsay. Können wir machen. Oder wir gucken hier Discovery Channel, irgendwelche Tierdokus. Da kann man da noch reagieren. Boah, da manchmal laufen da Löwen rum. Wir werden bestimmt schon ein schönes Video finden, wo wir drauf hier reagieren. Cousin, ich hab dir gesagt, du bist Hedge eingeladen bei mir. Danke, Habibi. Vielen, vielen Dank. Wann du willst. Aber bei immer mir nachts, ne? Bitte? Immer nachts, ne? Ab 18 Uhr. Also ab 18 Uhr. Wann warst du jemals 18 Uhr? Beim 12-Stunden-Stream. Ja, aber nur weil der 12-Stunden-Stream. Ja, aber ich war. Ab 18 Uhr. Ja, nicht heißt das dann ab 18 Uhr? Nein. Was heißt das denn sonst? Weil du einmal für 18 sagst du ab 18 Uhr? Ab 18 Uhr. Was heißt denn der sonst? Laden ist geöffnet, aber ab 18 Uhr. Ja, oder? Was würdest du denn sagen, ab wie viel Uhr? Wann du live gehst? Ja. Mit Verspätung oder Ankündigung? Ich bin nie zu spät. Muss ich irgendwas dazu sagen? Bruder, ja. Ich bin nie zu spät. Okay. Ich bin immer hier. Ja. Aber ich muss noch Sachen abarbeiten. Und dann zieht sich das langsam manchmal in die Länge. Und wie nennt man das dann? Verhindert. Ja, du bist verhindert und dadurch kommst du zu spät. Weil wenn du mir sagst 21:30 und kommst Viertel vor 12. Für mich ist das kein zu spät kommen. Ich bin produktiv, Bruder. Alles gut. So, für mich ist das kein zu spät kommen. Ich muss hier noch Sachen tun, damit ich ja live kommen kann. Warum drängst du mich so in die Enge, Bruder? Nein, aber ich habe eine Idee für nächstes Mal. Was? Wenn du live ankommst. Ich war sogar heute pünktlich. Heute waren wir pünktlich. Ja. Ja. Und wenn ich zu spät komme. Wenn ich zu spät gekommen bin, dann war es wegen dir, weil du hinten noch irgendwelche Geschichten erzählen willst vom Paulanergarten. Die Geschichten aus dem Paulanergarten. Weißt du, was ich meine? Ha. Ab jetzt sagst du, live, 21:30 ohne Gewehr. Nein, das geht Doch. Nicht. Nein, das geht nicht. Dann warten nicht alle immer. Nein, das geht Und das nicht. Und das Beste ist, die schreiben dann mir. Gestern war Buchodeifa schuld, der wollte mich nicht gehen lassen. Ja, okay. Der sagt, was machst du jedes Mal da, ja, Salami? Ich sag, Bruder, wallah, es gibt Menschen, die wollen mich sehen. Nachtschicht, Bruder. Und er hat sich geglaubt. Da habe ich das Dings gemacht. Da habe ich Schreib das. Da habe ich haben den. Viele geschrieben? Da, die haben den. Ja, Bruder, du weißt doch, Kusi Gang, Bruder. Ne? Du weißt doch, Kusi Gang, Bruder. Kusi Gang ist kein Spaß, Bruder, wallah. Die sind da rein. Die haben mal ganz kurz den Instagram lahmgelegt, Bruder, wallah. Ich schwöre dir, ich bin am Überlegen, ob ich nicht einfach sagen soll, dass ich von Gucci letztes Mal ein T-Shirt gekauft habe, was einen Riss hatte. Dass sie nicht darüber gehen sollen, damit die mal ganz kurz Instagram-Seite von Gucci lahmlegen. Einfach so lügen, weißt du? Damit, weißt du, man, damit Gucci sagt, das, komm vorbei. Das Beste war mit dem Friseur, die haben den aus. Genau. So, ab 18 Uhr. Ab 18 Uhr. Ich halte mich selber nicht daran. Ich gehe selber erst einmal gegen 21:30 Uhr, 22 Uhr live. Soll ich dir ehrlich sagen? Ja. Um die Uhrzeit bin ich schon am Schlafen.
So, das war das Interview oder das Kochvideo mit unserem Bruder Charo. Es war auf jeden Fall war es geil, da zu sein. Feier ich, habe ich gerne gemacht. Und, Hat auch Spaß gemacht. Ich könnte mir schon vorstellen, hier und da mal als Koch aufzutreten, Alter. Ich habe es ja schon bei Eunice Jones habe ich eine Vorlage hingelegt. Dann habe ich nochmal einen Stempel drauf gemacht. Und bei Charo war es jetzt nicht viel, weil der Charo hat viel schon vorbereitet gehabt. Mhm. Aber ich würde das auf jeden Fall hier und da nochmal machen wollen. Wann hast du zuletzt gekocht? Außer hier, also bevor du hier gekocht hast. Im Knast. Echt? Ja. Aber dafür waren die Skills mit Zwiebeln aber stark. Ich habe die Scheiße 7 Jahre lang gemacht. Ja, trotzdem. Das muss man... Das ist wie Fahrradfahren, Bruder, das verlernst du nicht. Ja, trotzdem, das war gut. Also du würdest auf jeden Fall in so Shows, würdest du auf jeden Fall gute Performance haben.